Hallo Welt, hier ist Gunrunner 2, 3 und 4 mit Let's Play World Reborn. Ja, das letzte Mal haben wir ein neues Teammitglied bekommen, Maverick und sein Schiff, wie heißt das Ding überhaupt? Und keine Ahnung, sein Name ist Fuma, er nennt sich selbst Maverick. Und er ist Level 4. Ich weiß nicht, irgendwie passt der Shark zu Mei, weil Schaden. Das ist sein Schiff. Der Tiger. Derp. Ich werde mal für die eine Mission benutzen. Einfach mal sehen, wie der Tiger überhaupt funktioniert. Wow. Okay. Oh Gott, das Special jetzt hier ewig auf. Ach Gott. Das Ding ist langsam. Ah. Und macht so gut wie keinen Schaden. Ja, das war's. Nein. Shark. Viel besser, der Shark. So. Ja, die Dinger kann ich auch zerstören, wie erwartet. Au, 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 au. Da war die erste Heilung. Das fängt ja super an. Du musst sterben. So. Dann ist der Abschnitt hier nämlich viel einfacher. So. Jetzt will ich also oben lang, wie es aussieht. Ah, hier komme ich. Los, lass mich an die Heilung. Ah. Ah. Warum scrollst du doch immer langsamer, Spiel? Okay, das hat gar nichts gebracht irgendwie. Stimmt, die hatte im letzten Level kein Level Up, wenn ich mich die erinnere. Wo kommt der nächste? Ach, schaut mal, tote Vögel. Und ihr? Erschafft Barrieren und schaltet euch ab, wenn ich euch treffe. Das ist cool. Nein, 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 ich will das Upgrade nicht haben. Diese Gegner sehen ein bisschen aus wie der Shark. Shark? Nein, wie der Tiger. Was habe ich heute mit den Namen von den Flugmaschinen? Au. Das ist gar nicht unfair, Spiel. Mach ich weiter so. Okay, ich will oben lang, wie es aussieht. Jo. Die Unverwundbarkeit, die mag ich echt. Also die Nummer mit den Barrieren ist cool gemacht, so. Muss man dem Spiel mal lassen. So, ihr sterbt auch bitte alle. Dankeschön. Unten lang. Höp. Au. Na, kommt jetzt der Boss? Nein, nochmal. Wah! Ah! So, Ramattacke. Ach, das war's schon. Okay. Mei Level Up. Der Shark Level Up. Passwort ist mir egal. So, Fuma, sind diese Felsen vor uns? Ja, da sind sie. Wir werden sehr bald tot sein. Was redet ihr zwei da? Fuss, weiß ich nicht, was das heißt. Er mag es uns anzuschreien. Hört auf damit, ich meine es. Will jemand eine Erdnuss? Ach, Kinder. Genau. Hey ihr Leute, ich bekomme von vorne eine sehr starke Energiesignatur. Ich wette, das ist der Vogel, von dem Fuma geredet hat. Kann gut sein. Los, hauen wir ihn um. Die Einstellung mag ich.
Noch ein Canyon Devil. Hey! Safe State. Für alle, die fragen, was das soll, ich state mit der Maus, weil ich der ganzen Sache nicht ganz traue, dass ich nicht aus Versehen das letzte Level nochmal lade. So, Sea May, der Shark. Los geht's. Ach, die Musik wieder. Oh, Doppellaser! Au! Und schon wieder fliegende Steine. Was haben die mit den Dingern? So. Hier muss ich sogar mal so einen töten, sonst komme ich nicht weiter, okay. Au! Er stirbt. Oh. Aha, zu viel los auf dem Bildschirm gerade. Ah, so. Hier kann ich mir endlich schöne Schneise durchschießen. Au. Ey, das war nicht nett. Warum auch immer sind diese Laser asynchron, die mittleren und die äußeren? Au! Jetzt könnte ich bald mal ein bisschen Heilung vertragen. Hallo? Heilung? Denn das sind Raketen, die will ich nicht. Da ist Heilung. Hüppe! Ach ja, unverwundbar sein ist schön. Gehen wir nochmal Heilung. Jetzt bin ich, um die Heilung zu kriegen, die ich brauchte, in eine Wand geflogen. Großartig. Und hey, es ist ein Feuervogel. Welche Überraschung. Und der kann sich unverwundbar machen. Hm. Sowas. Au! Sei mir bloß, du bist wieder am Rumklitschen, dass du nicht mehr aus der Phase rausgehst. Haha. Und der explodiert. Natürlich, weil Vögel explodieren können. Ach ja, Mai hat schon volle Power. Mai Level Up, der Shark Level Up. Passwort ist mir egal. Hey Seal, hast du letzte Perlen gesehen? Hey, warte mal, ich glaube, er ist gerade mit einem Schiff davon geflogen. Das ist komisch. Ich wusste gar nicht, dass Perlen fliegen kann. Warte mal, ich schau mal nach ihm nach. Perrin, Perrin, wo bist du? Ja, Seal. Perrin, wo gehst du hin? Ich muss gehen. Okay, aber wohin? Punkt, Punkt, Punkt. Natürlich, er geht nach Punkt, Punkt, Punkt. Perrin, Perrin, er hat die Verbindung abgebrochen. Hm, das ist komisch. Hey, er macht besser nicht mein Schiff kaputt. Das ist die richtige Einstellung. Verfolgen wir ihn. Es scheint so, als würde er über die Ebene gehen. Dö. Nun, ihm nach! Und die Stage hatten wir schon mal. Ich überlege es gerade. Ich bin nicht auf Ich schieb doch hinterher. Und das nächste Mal ist ja dann die Kreuzung, wo wir uns entscheiden müssen, ob wir Perrin retten oder nicht. Und oder? Ja, ich würde schon sagen, das ist die Kreuzung dann. Okay, dann machen wir bis dahin jetzt noch. Safe State. Und los geht's. Wir nehmen natürlich wieder May, natürlich wieder den Shark. Und los geht's. Ah, das war das Level, das so unendlich cool ist.
Also, ich mag das Design von dem Level. Das passt perfekt zur Stimmung der aktuellen Situation einfach. Yep. So. Das hat gar nichts gebracht. Okay. Oh, meine Schüsse gingen da gerade durch. Das allgemein bei allen Menschen oder nur bei diesem dort? Wer weiß. Ihr könnt euch mal gar nichts wehren hier. So. Ist aber bald mal gut hier. So. Noch ein Power-Up, das mir gar nichts bringt. Ja. Die haben mir mal gar keinen Schaden gemacht. Au. Da bin ich wieder in irgendwas reingeflogen. Das ist mir jetzt auch aufgefallen in letzter Zeit. Es haben immer wieder verschiedene Konstruktionen hier das Symbol auf dem Judge-Computer. Dieses Omega mit dem Strich drunter. Da. Diese Aufkleber. Die sind auch auf dem Kern vom Judge-Computer drauf. Finde ich ganz nett gemacht. Dass sie immer wieder auftauchen, auch an Bossen und so. Ist mir schon aufgefallen. Okay, solche Wellen sind das letzte. Und das war die Stage. May Level Up. Der Shark Level Up. Passwort ist mir immer noch egal. Wir sind so nah dran. Perrin ist in diese Festung gegangen. Ja, in die Festung. Achte auf deine Gefühle, Ziel. Du musst eine Mission abschließen. Richtig, aber wir könnten die Festung stürmen und Perrin zurückholen. Ich weiß, das macht es nicht einfacher, aber da ist ein mächtiges Schiff im Norden versteckt. Mit Betonung auf mächtig. Wir könnten es auf jeden Fall gegen die Biotech benutzen. Und sie auslöschen. Oh cool, ein Ersatzschiff. Aber es würde Spaß machen, die Festung auch zu erobern. Ah. Ja, Sorgen. Ich denke, euch fehlen wichtige Daten über Perrin. Ja. Was? Warum hast du nichts eher gesagt? Schockiertes Gesicht. Was ist das? Ziel, dein Freund Perrin ist ein Biotech. Schon wieder. Was unmöglich, ich bin in Perrin zum aufgewachsen. Ich weiß, Perrin ist kein Biotech. Ich kenne Perrin. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Aber schau dir die Situation an. Perrin ist dein Feind. Nein, ich werde nicht gegen ihn kämpfen. Ich kann nicht. Dann Ziel werden Menschen auf ewig gefangen bleiben. Perrin. Andere Musik. Okay. Ich finde es immer noch irgendwie doof, dass man Perrin auf beiden Fahnen zurückbekommt. Na gut, jetzt sind wir wieder an der Kreuzung. Ich würde sagen, ich bin gar nur 2, 3 und 4. Ich bin immer noch ein bisschen angepisst, dass der Bug dort auftaucht, nur wenn man mit dem auf der Einroute kommt. Das war Let's Play World Reborn. Und das nächste Mal retten wir Perrin. Egal auf welche Route wir gehen. Also bis dahin.